Die entscheidenden Stunden der gewaltigen Vernichtungsschlacht bei Kiew. Nach Überwindung der Desna und der Siem, an deren Ufern schwere Kämpfe tobten, stoßen die Panzer des Generaloberst Guderian nach Süden vor. Es gilt, die Verbindung mit der nach Norden vorstoßenden Panzerarmee des Generalobersten von Kleist herzustellen und den Ring um 5 sowjetische Armeen zu schließen. Die Spitze ist auf Widerstand gestoßen. Die Sowjets haben die große Gefahr der Umklammerung erkannt. Immer neue Reserven werfen sie den vorstürmenden deutschen Verbänden entgegen. Unter Einsatz stärkster Kräfte versuchen sie, die Schließung des Ringes zu verhindern. Die Wucht des deutschen Stoßes aber ist größer. In erbitterten Kämpfen wird der Feind zurückgedrängt. Die Straße. Unsere Panzerkampfwagen haben die fliehenden Feindkolonnen erreicht. Tod und Verderben bricht über die Sowjets herein. Die Beute an Waffen und Kriegsmaterial aller Art ist ungeheuer. Die Reihe der vernichteten und zurückgelassenen Fahrzeuge reißt nicht mehr ab. Infanterie greifen an. In engem Zusammenwirken packen sie den Feind, der sich hier in einem Waldstück festgesetzt hat. Sowjetische Bomber. Batterien der Waffen-SS nehmen die Bolschewiken unter Feuer. Abgeschossen. Thank you.
hart umkämpftes Land geht es ungestüm weiter nach Süden. Nur wenige Stunden noch und die Vereinigung mit der Panzerarmee von Kleist ist vollzogen. 200 Kilometer ostwärts von Kiew. Der große Augenblick ist da. Der Ring um die Sowjets ist geschlossen. Neben dem K der Panzergruppe von Kleist, das G der Panzergruppe Guderia. Generaloberst Guderia. Von allen Seiten stoßen die deutschen Verbände in den Kessel vor. Am 27. September war die gigantische Schlacht beendet. Im Verlauf der im engsten Zusammenwirken von Heer und Luftwaffe durchgeführten Operationen wurden insgesamt 665.000 Gefangene eingebracht. So hoch war die Friedensstärke des deutschen Heeres 1914 vor Ausbruch des Weltkrieges. Der englische Rundfunk behauptete demgegenüber, dass Deutschland so viel Gefangene gar nicht gemacht haben könne. Die in der Sondermeldung angegebene Gefangenenzahl sei größer als die Zahl der Umzingelten überhaupt. Möglicherweise, so fährt man fort, sei die Zivilbevölkerung der Stadt Kiew in diese Zahl eingeschlossen, da trotz aller Verluste die Truppen Budjenis noch frisch und munter östlich von Kiew weiterkämpfen. Hier diese frischen und munteren Budjeni-Soldaten. Unzivilisierte und stumpfsinnige Analphabeten aus den Steppen Innerasiens. Die Bundesgenossen der Londoner Lords und Plutokraten. Hätte der Führer nicht in letzter Stunde zugeschlagen, so wären diese Horden brennend und mordend über Europa hergefallen. Das wäre das Ende der europäischen Kultur gewesen. Schlachtensieg ist errungen, wie ihn die Geschichte bisher nicht gekannt hat. Die Ausnutzung dieses Erfolges ist im vollen Gange. Es geht weiter vorwärts, nach Osten. Come on.